Bild zu Besuch in der Vergangenheit. Und zwar bei Kevin Nikodem. Herzlich willkommen in meiner 50er-Jahre-Welt. In seinem Haus in Datteln stammt alles aus den 1950er-Jahren. Wir befinden uns jetzt hier im neu errichteten 50er-Jahre-Museum in Datteln. Da habe ich mir quasi meinen Kindheitstraum verwirklicht. Und zwar habe ich die andere Haushälfte vom Haus meiner Großeltern gekauft und habe mir dann halt den Wunsch erfüllt, zu leben wie in den 50er-Jahren. Von der Musiktruhe, dem Plattenspieler und dem Schwarz-Weiß-Fernseher über die Küchenmöbel in sanften Pastelltönen bis zum Herd von 1957. Das ist meine Saba Schwarzwald 100 Musiktruhe von 1959. Das ist eines der ersten Stereogeräte, was es in Deutschland gab. Und ich zeige euch jetzt mal, dass selbstverständlich auch alles voll funktionsfähig ist. »650 Projekttage hat der Elektroniker für Betriebstechnik bisher in seinen Lebenstraum gesteckt und vor 4 Wochen ist er dann in sein neues Haus eingezogen. Sogar der Gardinenstoff ist retro. Und das Beste daran ist, all diese Einrichtungsgegenstände sind original und funktionstüchtig.« Dann haben wir natürlich die ganzen Klassiker hier noch, zum Beispiel das klassische Wählscheibentelefon W48, was man damals hatte. Und was natürlich auch in keinem Haushalt fehlen darf, ist natürlich das Tonbandgerät, in diesem Fall ein Grundig TK5 von 1957, was auch eins meiner Lieblingsgeräte ist. Die Sammlerstücke findet Kevin auf Trödelmärkten, bei Haushaltsauflösungen und im Internet. Selbstverständlich gibt es auch ein originales Schlafzimmer. Auch das im Alltagsbetrieb. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.